Hallo, heute machen wir unseren leckeren Schweinebraten aus einem Schweinehalsgrat am Knochen. Das Ganze werden wir würzen mit Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel und Knoblauchpulver. Wie ihr seht, habe ich das schon gemischt. Jetzt reiben wir das, massieren das wunderschön ein in das Fleisch, dass es auch richtig schön einziehen kann. Ja, also Mengenangabe gibt es dann ja nach in unserer Spalte unten. So, jetzt wird auch die Rückseite, wo der Knochen schön zu sehen ist, noch wunderbar eingerieben. Richtig schön massieren, richtig schön einmassieren das Ganze, umdrehen. So, jetzt drehen wir den nochmal um. So, und jetzt werden wir dann schön langsam mit einem mittelscharfen Senf auch noch den Braten schön einreiben, so dass der Senf dann schön einziehen kann und einen schönen Geschmack auch ins Fleisch transportiert. Also ich nehme immer da mittelscharfen Senf. Finde ich, passt am allerbesten zum Braten. Und auch die Rückseite werden wir jetzt schön massieren. Wunderbar. Und noch ein bisschen Senf zugeben, wenn es zu wenig ist. Und dann massieren wir hier schön weiter. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen oder auch ein Abo von euch. Aber lasst euch davon nicht ablenken, sondern wir massieren jetzt hier unser Fleisch schön weiter. Es wird sehr, sehr lecker. Also ich denke mal, wird echt ein Träumchen werden. So, und jetzt sind wir dann mit dem am Ende. Heute machen wir Schweinenackenbraten. 3 Kilo Schweinenacken, Gemüse, Zwiebel, Lauch, Sellerie, Tomaten und Knoblauch. Und jetzt geht er ab in den Ofen. Und jetzt rein damit, Klappe schließen, Ofen auf 160 Grad, Ofen auf 160 Grad und jetzt tschüss. So, nach ca. 45 Minuten gießen wir jetzt einmal ein bisschen Weißbier auf. Heute alkoholfrei ist, weil ja noch unsere Kinder kommen, beziehungsweise Enkelkinder. So, das erste Erdinger alkoholfrei für den Schweinebraten. Und ab geht's. So, nach eineinhalb Stunden gießen wir das restliche Bier. Wie ihr seht, hat er schon ein bisschen Farbe bekommen. Wir werden ihn dann auch im Anschluss umdrehen. So, Bier und jetzt bekommt er noch 500 Milliliter Wasser dazu, dass wir hier auch eine schöne Soße bekommen. So. Jetzt geht er wieder für die nächsten eineinhalb Stunden ab zu seiner Fertigstellung. 2,5 bzw. 3 Stunden ist der Schweinebraten vom Hals fertig. Schaut her, eine super Farbe bekommen der Bursche. Und jetzt werden wir ihn aufschneiden, würde ich mal sagen. So, und jetzt schauen wir mal, wie er geworden ist. Jetzt schneiden wir ihn einmal an. Ja, dazu, das Schnittbild spricht für sich. So, einwandfrei. So, wenn es euch geschmeckt hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Abo kostet nicht. Bis dann.